Hi, ich bin euer Pumping-Chef, ihr kennt mich doch noch, hoffentlich. Lange ist es her, dass ich mal persönlich vor der Kamera stand. Ich habe hier schwarzen Knoblauch von einem Kumpel. Wird heute mal ausprobiert in einer tollen Variation. Ich zeige euch das mal. Also, wir haben hier den schwarzen Knoblauch, dann haben wir hier so ein schönes, großes Stück Pute, 700 Gramm fast. Hier sind ein paar eingelegte Himbeeren, Master Marquesas hier. Frischer Koriander, sehr frischer. Und dann Speck noch. Also ich habe jetzt hier unsere Himbeeren. Da kommt jetzt unser schwarzer Knoblauch rein. Der ist so leicht klebrig. Ja. Also kann ich schön zerdrücken. Ich probiere mal so ein bisschen. Der ist flaumig, süß. Leicht nach Knoblauch. Sehr lecker. Wir stampfen das jetzt hier ein bisschen. Hier habe ich frischen Koriander. Da hake ich mir ein Stückchen ab. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Mal alles nehmen, tun wir hier mit rein. Den Rest lassen wir liegen. Das reicht schon. Und weiter stampfen hier. Wir haben unser Stück Fleisch hier. So, ich habe hier extra mein scharfes Messer rausgesucht. Ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen einzuschneiden, nicht zu tief. Also ich meine nicht zu tief von hier zu tief unten. Und auch immer ein bisschen am Rand was lassen. So ein bisschen aufschneiden, dann vielleicht ein bisschen innen drinnen kann man versetzt schneiden nochmal. Das ist nicht so das Problem. Jetzt kommt unsere Masse hier rein. Jetzt unser Käse. Dann zupfe ich einfach mal so ein paar Stückchen hier. Jetzt kommt der Trick. Warum ein extra Brettchen? Ja? Ich habe jetzt hier meinen Speck, dann liegt das Fleisch gerade zur Seite. Ein bisschen vorlegen. Jetzt nehmen wir das hier hoch. Fingerarbeit ist hier gefragt. So, ich habe noch Zahnstocher. Ich fixiere das jetzt einfach nochmal nach. Einfach nur zur Sicherheit. Ich will nämlich nicht so viel Saft verlieren. Da hätte ich nämlich nicht so viel Lust drauf. Wir sind soweit, das Fleisch ist eingewickelt, mit den Himbeeren und dem schwarzen Knoblauch gefüllt. Nochmal ein kleines Dankeschön an meinen Kumpel, danke dafür, dass er mir das organisiert hat. Die Pfanne muss knallheiß werden. Da kippen wir jetzt gleich ordentlich Rapsöl rein. Und dann wird das scharf angebraten, kommt nochmal für 20 Minuten in den Ofen und dann schneiden wir das Fleisch an. Bis gleich. Hier haben wir einen Blick auf unser wundervolles Fleisch. Sehr zart, sehr knusprig, der Käse läuft schon raus. Ich nehme das jetzt raus, schneide das dann gleich so in Scheiben. Und dann kommen die Kartoffeln dazu, dann mache ich nochmal ein Foto dazu. Und dann würde ich sagen, ist das Essen auch schon fertig. Ich bin euer Pumping Chef, gleich komme ich nochmal mit einem Bild und bis demnächst.